Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich habe mich schon öfter gefragt, gell, warum und wieso man immer versucht, eine offene Drogenszene zu vermeiden. Weil am Ende zeigt sie nur das Elend in der Stadt an. Also, es sind halt Menschen, die mit ihrem Leben gerade nicht klarkommen. Dann kommen sie drauf, wenn irgendwie drogenabhängig oder heroinabhängig oder Crack oder was, für ein bisschen Glück, künstlich, nehmen sie das alles in Kauf. Und meistens ist es ja so, wenn man jetzt noch Arbeit hat und gut Geld verdient und alles und sich das leisten kann, seine tägliche Dosierung und sich noch gut ernähren kann und seinen Rhythmus hat und alles, läuft es ja. Aber meistens läuft es halt nicht für immer und ewig gut, weil man seine Collection irgendwann verliert. Entweder kommt die Polizei dazwischen oder er zieht weg oder hört auf oder sie oder was das auch immer, oder man verstreitet sich aus irgendwelchen Gründen und da muss man dann schauen, wo man was herkriegt und geben halt auf die offene Szene. Es ist halt nur normaler so, irgendwann einmal sind alle anderen weg, dann kannst du nirgendwo anders mehr hin und spätestens da kriegst du Dreck und das scheiß Zeug hält halt auch noch höllisch teuer am Ende, weil du brauchst halt echt unglaublich viel plötzlich, um überhaupt den Affen wegzukriegen und alles. Und dann bist du da schon in so einer Spirale drin. Ganz schnell ist das ganze Geld weg, dann musst du schauen, dass du Wohnung behalten kannst. Wenn du da noch nicht das auch noch nicht richtig hinkriegst und auf die Reihe kriegst, verlierst du die Wohnung auch noch und dann bist du auch schon obdachlos. Und wenn du damit wirst, dich da wieder zu fangen und rauszukommen, das ist unglaublich schwer. Und glaub mir, wenn man die falschen Leute kennt, dann geht es ganz schnell, dass die Kohle flöten ist. Bis du guckst, ist alles weg. Und solange du Kohle hast, hast du auch andere Kumpels, die sind dann alle da, deine besten Freunde sind das. Und dann bist du schaust, haben sie dich ausgenommen und dann bist du weg vom Fenster. Und die auch über alle Berge, wahrscheinlich haben die sogar einen guten Stoff angeschafft. Und wenn der gute Stoff weg ist, dann hast du halt leider echt Probleme. Ne? Weil es ist halt so, wenn du mal Drogen nimmst, will man ja nicht sofort aufhören. Am Anfang fällt es einem ja. Das macht einen glücklich. Es gibt einen Wärme. Es gibt eine Geborgenheit. Aber es ist alles nicht echt. Ja. Aber das Gefühl ist halt da. Und dieses Belohnungszentrum, was ich schon immer wieder erwähnt habe, ist halt da auch so hinterfotzig. Gell? Weil das sagt dir nämlich, hey, passt schon so wie es ist, oder? So können wir doch jetzt lange weitermachen, bis wir in die Grube fahren. Ja, das ist im Hinterstübchen, das kriegst du nicht bewusst mit. Aber das ist Gefühl, ich will überhaupt nicht aufhören, das ist nun mal da. Und genau da ist aber auch die Gefahr. Verstehst? Weil man immer mehr nimmt. Das Belohnungszentrum ist so, dass bei wiederkehrenden Situationen, wo man belohnt werden würde, die Belohnung nicht mehr ganz so groß aussieht. Man muss praktisch das steigern, damit auch die Belohnung wieder größer wird, damit es da im Kopf wieder so ein schönes Gefühl gibt. Das kennt jeder. Bei Glücksspielen ist das so. Oder beim Videospielen. Also wenn du da mit der Playstation am Zocken bist, dann machst du zum Beispiel irgendeinen coolen Move mit irgendwas, ich weiß nicht, es kommt ja darauf an, was du da spielst, gell. Angenommen, es geht darum, ein Skateboard irgendwas zu machen. Und du machst einen coolen Move. Dann hast du jetzt, oh geil, oh, voll das geile Gefühl dabei. Jetzt hast du aber die Tastenkombi drauf und dann langweilt dich, dann hast du das gelangweilt. Dann ist da auch kein gutes Gefühl mehr dabei. Egal, ob da im Fernseher da die Bing, Bing, Bing und yeah und alles mögliche, was das nochmal steigert ist oder nicht. Du musst einen noch cooleren Move machen, damit du wieder dieses geile Gefühl hast. Und genau da ist leider das Problem mit der Abhängigkeit und mit der Sucht bei den anderen Sachen auch. Beim Glücksspiel ist das so, der Gewinn muss immer größer werden und man merkt nicht, wie viel man verliert, aber du willst immer mehr diesen Gewinn haben.
Dann, wo ist denn das noch? Beim Sex ist es ja auch so. Nur mal ein bisschen steigern, was Neues ausprobieren. Oder weiß ich nicht, manche dann zu zweit, zu dritt, zu viert und so weiter. Ja, und da weiß ich nicht. Sammler, die halt immer sammeln wie die Irren her und man immer noch eins drauf und boah, geil, das will ich auch noch haben, obwohl man schon gar nicht mehr durchblickt, weil man schon zu viel davon hat. Ja. Dann ist mir das auch aufgefallen bei Koks sowieso. Du fängst mit so Mini-Lines an, hä, und endest dann halt bei diesen Kalibern. So viel kriegst du gar nicht mehr in deine Nase rein und deine Schleimhäute können das gar nicht mehr aufnehmen. So viel schaufelst da rein, weil du halt einfach dieses Gefühl haben willst. Und da ist dann so, die Leute, die wo an dieser Stelle sind, die sind dann prädestiniert zum Spritzen und zum Beißen. Ja, ich war auch so einer. Es hat lange gedauert, bis ich da dahinter gestiegen bin, wie das Ganze funktioniert und was ich da machen muss, damit das eben nicht zu der Dosissteigerung kommt, sondern was entweder gleich bleiben lassen kann oder eben die Dosierung halten kann. Und das funktioniert ganz einfach. Entweder du hältst es stur und achtest nicht mehr darauf, dass du kein Belohnungsding mehr hast. Das funktioniert aber nicht so richtig. Oder du setzt einfach mal ab und zu aus. Ein Tag reicht beim Mage. Bei Koks weiß ich nicht, eine Woche oder so würde ich schon sagen. Das würde ich sowieso nicht jeden Tag mehr nehmen. Das ist krank, wirklich. Da ist es die Gier, die einen das übermannt, dass man nicht aufhört und dass man es noch schlimmer macht und noch weiter treibt. Da ist das Belohnungszentrum nicht alleine schuld dran. Da ist noch so sehr viel mehr dabei, wo ich noch nicht ganz dahinter gestiegen bin. Und werde ich auch wohl nie, weil ich es nicht mehr probieren will. Das gibt mir nichts. Es ist vorbei. Wahrscheinlich würdest du auch meine Pumpe gar nicht mitmachen. Ich würde schon einen Herzkasperl kriegen. Ja. Speed auch. Das hat man nie, wenn mein Belohnungszentrum so gereizt. Das hat man damals, wo ich es mal genommen habe, vor 30 Jahren oder so. Da habe ich Energie braucht, dann eine Woche lang richtig krasse und da hat mir das gegeben. Aber mehr wollte ich da nicht. Wenn man das danach ging es mir echt viel zu schlecht. Also das Runterkommen davon war zu madig, zu bläh für die Wirkung. Das hat's, ich sag mal, Preis-Leistung war nicht gerecht. Ja. Da muss schon ein geiles sein, damit ich das immer wieder machen möchte. Wie zum Beispiel MDMA, das war so eine Sache. 80 Mark hat das damals, sind 40 Euro eine Pille gekostet. Das war viel Geld für uns, weil wir echt kaum was gehabt haben, aber ey, trotzdem haben wir es uns gekauft. Ja. Weil das einfach der Wahnsinn war. Und ich denke mal, wenn die so günstig wie heute gewesen wären, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Wahrscheinlich wäre Techno-Freak geworden, weil das war noch vor der Techno-Zeit. Das war noch nicht bekannt. Ja. Als die Pillen in der Techno-Zeit in die 90er gekommen sind, die waren auch nicht mehr ganz genau so wie die, die wir in die 80er hatten. Irgendwann kamen die dann auch wieder. Die gibt es auch wohl wieder, aber ja, das gibt mir halt auch nichts mehr. Gell? Ich bin halt jetzt schon zu alt dazu, aber damals fand ich das schon Hammer. Das ist auch etwas, was das Belohnungszentrum gut beeinflussen kann. Und ich glaube, da kann man auch sehr schnell die Kontrolle verlieren, wenn man nicht gefestigt im Leben steht. Ja, das ist bei allen Substanzen ja so. Wenn du fest im Leben stehst, dann kannst du das auch konsumieren. Aber schade, wenn du das nicht bist, wenn da irgendwas ist, was dich negativ beeinflusst im Leben, ja, dann Finger weg davon. Zum Beispiel, wenn die Partnerschaft in die Brüche geht oder wenn man einen Job verliert. Gerade in diesen Situationen sollte man nicht auf Drogen zurückgreifen. Ja, weder auf Cannabis, noch auf Alkohol, noch auf sonst irgendwas. Da ist es besser, man lässt es bleiben. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass das Verbot einiger Drogen noch mehr schadet, als es geholfen hat. Und niemand freiwillig abhängig wird. Ja. Und meistens bei Menschen, die auffällig sind, die man richtig merkt, dass die krass drauf sind, egal auf was, Alkohol oder Age, Crack oder egal was für Substanz, immer da, wo es dann auf Verwahrlosen hinsteuert, muss doch irgendein anderes Problem vorliegen,
Und da müssen wir ran. Da muss man hinschauen und gucken, ob man nicht den Leuten da helfen kann, damit sie rauskommen aus dem Dilemma. Ja. Und nicht immer warten, bis einer so krass drauf ist, dass schon gar nicht mehr anders geht. Ich fände es cooler, wenn er schon vorher die Hilfe kriegt. Weißt du? Und nicht erst als allerletzten Strohhalm. Sondern dass man es mehr anbietet. Schneller und einfacher. Okay, das war's für heute. Peace out.